Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich mache heute ein Video, wie man ein Hobbyhorse macht. Und ja, also ihr braucht mal eine Vorlage, eine Hobbyhorse-Vorlage und Stecknadeln und Stoff und Wolle und Bügelflies oder Fließlein. Aber das ist nicht muss, aber ich mache das heute zum ersten Mal mit Bügelflies. Also ja, gibt's alles beim Teddy. Und die Decke habe ich vom Kick. Ja, also eine Seite habe ich schon ausgeschnitten. Eine Hobbyhorse-Seite. Ja, also auf dieses flauschige Seite wird bei mir dann das Bügelflies kommen und das wird dann die Außenseite sein. Ja, also das ist mal die Hobbyhorse-Seite und da habe ich ein bisschen was übergelassen für den Stock zum Befestigen. Ja. Also dann steckt ihr mal die Vorlage auf den Stoff an und dann, wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr die Schere und schneidet halt alles rundherum aus. Den Schlitz schneide ich erst später dann ein, wenn das Bügelflies dann auch drauf ist, dass das alles genau ist. Und hier mache ich dann auch noch so einen Schlitz wieder für den Stock. Also ich schneide das jetzt aus und bis gleich. So, jetzt habe ich beide Seiten ausgeschnitten. Vom Pferd, vom Hobbyhorse und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich das Bügelflies irgendwie, keine Ahnung, drauf bügeln kann. Und ja, mal gucken, wie ich das jetzt irgendwie mache. Ja, mal schauen. Also da ist das Bügelflies und ja. Okay, weiter geht's. Ich erkläre euch jetzt ein bisschen was, weil ich habe jetzt länger nicht mehr mitgefilmt. Also ich zeige euch jetzt meinen Zwischenstand. Also ich habe jetzt einen anderen Mittelstreifen genommen. Also das war vorhin der Mittelstreifen, aber der ist leider zu dünn geworden. Darum habe ich einen dickeren gemacht. Den dickeren habe ich so 6 cm oder so ungefähr gemacht, weil mit Bügelflies und so muss man ungefähr so 1 cm immer wegrechnen. Jetzt sieht das halt so aus. Und dann habt ihr halt auch noch das Bügelflies auf den Mittelstreifen drauf gebügelt. Also so. Und ich musste das Stück halt teilen, das Bügelflies, aber es hält trotzdem. Und ich habe das jetzt schon zusammengenäht mit der Hand. Und die andere Seite halt auch und umgedreht. Und jetzt bin ich schon dabei, dass ich jetzt stopfe. Und die Ohren zeige ich euch jetzt auch schon, wie ich die gemacht habe. Also das auch aus demselben Stoff. Und da habe ich auch Bügelflies drauf gebügelt und dann noch Leder drauf gemacht. Ja, ich habe nämlich eine Ohrenschablone. Also hier. Und die habe ich einfach draufgelegt und ausgeschnitten. 4 Stück. Und dann auf Bügelflies auf alle 4 Stücke drauf gebügelt und 2 Stücke halt zusammengenäht, 2 Ohren und ja, dann noch Leder ausgeschnitten in der Form von den Ohren und dann auch drauf genäht. Ja, jetzt habe ich die Ohren und jetzt fülle ich das Pferd und dann, wenn es fertig gefüllt ist, zeige ich es euch. So, ich habe das Pferd jetzt schon fertig gefüllt und ja, da ist leider den Stoff, glaube ich, nicht mitgenäht, sondern nur das Bügelflies. Muss ich irgendwie nochmal gucken, dass ich das irgendwie dran nähen kann. Das muss ich halt nochmal ausbessern, aber sonst finde ich es eigentlich ganz gut geworden. Ich bin echt positiv überrascht von mir. Und das Ohr nähe ich jetzt auch gerade an. Und ja. So, die Ohren ziehen jetzt auch schon dran, ne? Beide Ohren. Vorne sieht es so aus und ja, das Auge ist auch schon dran. Und hier auch. Ah, das ist leider ein bisschen verschmiert. Hier. Das Auge muss ich irgendwie gucken, dass das irgendwie nochmal weggeht, weil das habe ich halt mit Tippex gemacht. Ja, ich finde es ganz cute. Ich finde es voll cute. Und jetzt mache ich dann noch die Mähne dran, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt die Mähne nehme. Da muss ich noch überlegen. Aber die könnte man natürlich ganz cool aufzwirbeln.
Ah, da muss ich noch überlegen, weil ich habe nämlich doch eine andere graue Wolle auch noch. Die hole ich noch schnell. Und ja, und ich habe viel zu viel Füllwatte gekauft. Also ich hätte noch einen Sack. Da weiß ich, dass sogar mit, da ist noch was übergeblieben. Also das ist nicht ganz gut ausgegangen. Ich dachte, dass sich das bestimmt nicht ausgeht. Darum habe ich nicht mehr mitgenommen. Ja, aber ja, ich suche jetzt noch die andere graue Wolle und dann überlege ich mich. So. Ich blende jetzt noch ein paar Bilder ein von dem Endergebnis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei Kati Friends. Tschüss!